Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Vorlesevideo. Die Geschichte, die ich jetzt gleich vorlesen werde, habe ich für eine Frau geschrieben, die sehr gerne Märchen mag. Und in der Hoffnung, dass sie die vorlesen würde, es hat sich dann aber durch einen vollen Terminplan leider nicht dazu begeben. Und ja, entsprechend ist sie aufgebaut wie ein normales Märchen. Also, ne, der Standard-Klischee-Anfang und relativ deutliche Bildsprache. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ja, viel Spaß beim Zuhören. Die kleine Bäckerin und das Chamäleon der Gefühle. Es war einmal eine kleine Bäckerin, genau genommen Bäckergehilfin, aber da sie mit so viel Geschick und Liebe das Backhandwerk ausübte, war sie schon nach dem ersten Lehrjahr als Bäckerin bekannt und ihre Waren bei fast allen geliebt und geschätzt, so dass sie die kleine Bäckerin genannt wurde. Abgesehen von ihrer Jugend und Vorliebe fürs Backen erhielt sie diesen Rufnamen noch aus ihrer Statur. Schon immer war sie die kleine, auch nachdem sie 16 wurde, war sie noch nicht größer als 1,50 Meter. So galt sie schon bei Gleichaltrigen als kindlich und wirkte schwach. Ihre stets freundliche und fröhliche Art störte das Bild der kindlichen Unschuld nicht. Selbst das Ausbilden von weiblichen Rundungen blieb fast allen unentdeckt, da sie meist von der zu großen Bäckerkleidung und der weiten Schürze verdeckt wurden. So war ihr Liebesleben weit weniger erfreulich, als ihre Laune es vermuten ließ. Jeden Tag lief sie durchs Dorf, lieferte Gebäck aus und redete freundlich mit den Menschen. Mann und Frau, jung und alt, sogar die Tiere des Waldes und der See kamen gut mit ihr aus und schenkten ihr die gleiche Aufmerksamkeit und Freundlichkeit, die sie ihr entgegenbrachte. Ihnen. Da sie aber bestrebt war, ihr Bestes zu geben, wollte sie nicht immer Bäckergehilfin oder Gesellin bleiben und bereitete sich auf ihre Meisterprüfung vor. Da sie mit dem Titel der Meisterin dann endlich als ganze Person anerkannt werden würde, nahm sie sich vor, etwas Besonderes zu machen. Ihr Plan war eine mehrstöckige Torte. Sie verbrachte den ganzen Abend damit, den idealen Teig zu finden und eine ganze Nacht damit, das Thema zu entwerfen. Schließlich kam sie zu einem Konzept. Ihr Plan war eine Torte der Gefühle. Sie wollte auf der Ebene Themen wie Liebe, Glück, Hoffnung, Leidenschaft, Freude, Lust, Aufregung und Entspannung behandeln. Mit diesen 8 Stockwerken wäre es eine beeindruckende Leistung, die wahrscheinlich ihre eigene Größe bei weitem übertroffen hätte, womit sie dem Ziel, über sich selbst hinauszuwachsen, sogar im wörtlichen Sinne gerecht war. Den nächsten Tag verbrachte sie mit der Zusammenstellung der Zutaten, die Einkäufe zu planen und Überlegungen anzustellen, wie sie die Geschmacksrichtung miteinander kombinieren kann. Nachdem ihre Planung abgeschlossen war, schlief sie direkt am Schreibtisch ein. Sie schlief zwar ein, aber dadurch wird es nicht ruhiger in ihrem Haus. Eulen und Katzen haben die letzten Nächte die fröhliche Frau beobachtet und einer Fee berichtet, was passiert ist. Die Fee war von dem Plan der jungen Frau so sehr angetan, dass sie beschloss, ihr mit ihrer Magie zu helfen. Die Fee flog aus dem Wald, dunkelte ihr Funkeln und Glitzern und Leuchten vor dem Erreichen des Dorfes ab und flatterte zum Fenster der kleinen Bäckerin. Sie zwängte sich durch den kleinen Spalt der angelehnten Scheibe. Sie fuchtelte etwas mit den Händen in der Luft herum und die kleine Bäckerin wurde von einem strahlenden Schleier umgeben, begann etwas zu schweben und glitt durch ihr Häuschen zum Bett. Nachdem sich die Kleine in ihrem Bett entspannt hatte, begann die Fee ihren geplanten Zauber zu wirken. Am nächsten Morgen wurde die kleine Bäckerin wach, ohne eine Veränderung festzustellen, was hauptsächlich daran lag, dass der Zauber keine direkte Veränderung hervorrief.
Bei der Arbeit begann sie sofort damit, ihre Tagesaufgaben zu erledigen, so schnell es ging, um mit ihrem Kuchen anfangen zu können. Während die verschiedenen Teigsorten ruhten und gehen mussten, hatte sie die Zeit, Briefe zu schreiben. Der Grund für den Zeitdruck war ein Dorffest, das in wenigen Tagen stattfinden sollte. Ein idealer Anlass, sowohl die Kunstfertigkeit der kleinen Bäckerin zu beweisen, als auch Werbung für die Bäckerei zu machen. Was aber weder die Tiere noch die Fee wussten, war, dass die kleine Bäckerin nicht nur ein großes bezüglich ihrer Backfähigkeiten plante. Die Frau hatte sich bisher immer für zu klein und uninteressant gehalten, um einen der Männer anzusprechen, die sie interessant fand. Durch ihren bevorstehenden Meistertitel hatte sie nun die Befürchtung, sie würde nach der Ernennung zur Bäckermeisterin nicht mehr sicher sein können, ob der Mann sie nun wegen ihrer selbst willen oder weil sie eine abgeschlossene Ausbildung hatte und einen sicheren Arbeitsplatz wollen würde. So saß sie, während der Teig ruhte, und schrieb an vier Briefen. Über die Jahre hatte sie sich immer mehr für vier verschiedene Männer interessiert und sich aber nie getraut, sie anzusprechen. Der erste war der junge Müllers Bursche. Oft saß er am Fenster der Bäckerei und saß sie am Fenster der Bäckerei und bewunderte, wie er die schweren Mehlsäcke über den staubigen Pfad schleppte. Das Funkeln der Schweißperlen an seinen starken Oberarmen, den markanten Gesicht und der muskulösen staubigen Brust glitzerte in ihren Augen wie Sterne. Oft stellte sie sich vor, wie der muskulöse Mann auf sie aufmerksam werden würde, zu ihr rüberkommen und mit ihr reden würde. Verträumt dachte sie an die gemeinsame Kindheit, die sie teils miteinander verbracht hatten, und schrieb die Faszination für ihn voller Hoffnung in den Brief, versiegelte ihn und setzte sich an den nächsten. Dieser Brief ging zu einem jungen Gelehrten. Auch mit ihm war sie in Kindheitstagen oft zusammen, und anders als der Müllers Bursche hatte er länger Kontakt zu ihr gehalten, bis seine Studien ihn immer mehr Zeit in Anspruch nahmen. Sie liebte seine ruhige, nachdenkliche Art, seine sanften Züge und die vornehmen Umgangsformen, die er sich angeeignet hatte. Manchmal brachte sie ihm Backware in den Wald, um seine Forschungsprojekte zu unterstützen. Doch mehr als Freundschaft schien er ihr nicht entgegengebracht zu haben. Lange überlegte sie, um die richtigen Worte zu finden. Der nächste Brief sollte zu einem lustigen Gesellen. Er war erst Lehrling des Koches im Gasthaus, entschied sich dann aber aufgrund seiner Redegewandtheit lieber dazu, eine politische Karriere einzuschlagen und ist nun Gehilfe im Rathaus. Auch ihn schrieb sie einen Brief voller Leidenschaft und Liebe. Beim letzten war sie lange unsicher, was sie überhaupt schreiben sollte. Dieser ging nämlich an einen Mann, über den sie wenig wusste. Sie hat ihn oft am Wasser, auf ihren Liefergängen gesehen. Meist saß er am Teich und starrte stumm ins Wasser. Mal spielte er mit Tieren oder redete mit Dorfbewohnern. Er strahlte dabei immer Ruhe und Gelassenheit aus. Egal, ob er alleine am See saß oder ein wütender Mann ihm etwas erzählte oder eine traurige Frau sich bei ihm ausweinte. Er war immer gelassen und vermittelte den anderen Dörflern Zuversicht und schien etliche Streitigkeiten zu schlichten. Obwohl sie kaum etwas über ihn wusste, schaffte sie es, eine halbe Seite zu füllen. Trotz ihrer Eile bei der Erledigung ihrer Aufgaben kam sie erst bei Sonnenuntergang dazu, mit ihrem Teig zu beginnen. Doch statt diesen Abend noch einen Teig anzufertigen, ging sie früher nach Hause, um am nächsten Tag vor der eigentlichen Arbeit mit dem Kuchen beginnen zu können. Genauso voll wie ihr Tagesplan für den nächsten Tag, so unruhig war auch ihre Nacht. Noch vor Sonnenaufgang machte sie sich auf zur Arbeit und fing an. Die Teigmenge für die unterste Ebene war so groß, dass sie gleich mehrere große Rührschüsseln damit füllte. Nachdem das Dorf
war, kam auch der Postbote bei ihr vorbei. Er war diesen Tag auffällig freundlich und benahm sich anders als sonst. Er wirkte auch etwas kleiner auf sie. Sie erklärte sich das aber damit, dass es ihr wohl so, nur so vorkam, da sie trotz schwerer Arbeit fast nicht geschlafen hatte. Mit der Aufregung, was die Männer ihr geantwortet hatten, und dem Zeitdruck für ihren Meisterkuchen lief die Arbeit sogar noch schneller als am Vortag. Der Teig schien beim Kneten weniger Widerstand zu bieten und die schweren großen Schüsseln kamen ihr leichter vor. Am Nachmittag war sie fertig mit den täglichen Aufgaben. Der Meister hatte ihr geholfen und sogar noch zwei Bauersjungen extra zum Arbeiten dazugeholt, damit die kleine Bäckerin Zeit für ihre Torte hatte. Voller Vorfreude auf die erste Etage kippte sie die vielen Schüsseln mit Teig in die Form und schob sie in den riesigen Ofen. Während der Backzeit hatte sie Gelegenheit, die ersten Deko-Elemente aus Marzipan zu formen und auszuschneiden, neuen Teig anzurühren und den ersten Brief zu lesen. Langsam ließ sie, was der Müller ihr schrieb. Der Brief war nicht annähernd so gefühlvoll wie der ihre gewesen, und es war vielmehr ein lang ausgeführte und hoffnungsvernichtende Ablehnung. Er erklärte in allen Einzelheiten, dass sie ihn weder körperlich noch geistig, doch, dass sie weder körperlich noch geistig zu ihm passte. Während sie auf den zweiten Tag wartete, formte sie weiter aus Marzipan die Grundform für die Dekoration und las sich den nächsten Brief durch. Obwohl sie von der ersten Antwort enttäuscht war und sich wegen der Erklärung verletzt fühlte, hoffte sie, dass diese Antwort besser ausfiel. Doch diese Hoffnung wurde zerstört. Obwohl er bemüht war, es höflich zu formulieren und sie damit möglichst wenig zu verletzen, war es ihm nicht möglich, ihre Gefühle zu erwidern. Nur anders als bei dem Müller wurde ihre Liebe hier nicht einfach zurückgeschmettert. Deshalb machte sie diese Antwort traurig statt wütend. Mit Tränen in den Augen füllte sie die nächste Form und schob sie in den Ofen. Vor dem dritten Brief hatte sie nun schon Angst. Sie sich von der Enttäuschung erholt hatte, machte sie den nächsten Teig fertig. Von Wut und Trauer getrieben waren inzwischen selbst die schweren Mehlsäcke kaum noch ein Problem für sie. Wieder musste sie auf den Teig warten. Die ersten Minuten vertrieb sie sich damit, nach den beiden Formen im Ofen zu sehen. Aber schließlich entschied sie sich dazu, den letzten Brief zu lesen. Auch in diesem stand wieder eine Ablehnung, diesmal aber mit der Begründung, dass der angehende Bürokrat be bereits vergeben wäre. Irgendetwas hatte ihn dazu getrieben, ihr zu schreiben, wie wunderbar seine Freundin war und was er alles an ihr liebte. Die kleine Bäckerin fand massive Unterschiede zwischen sich und der Beschreibung seiner Freundin. Wieder fühlte sie einen stechenden Schmerz in der Brust, nur war es diesmal Eifersucht. Bis ihr Teig soweit war, dass sie die nächste Etage vorbereiten konnte, kratzte sie mit ihren Fingernägeln tiefe Furchen in den Tisch, ballte immer wieder die Faust und entwickelte ihre Eifersucht weiter. Sie stellte sich vor, wie es ihr gehen würde, wäre sie so gut aussehend wie seine Freundin. Nachdem sie den dritten Teig im Ofen hatte, war der erste schon fertig und wieder setzte sie einen Teig an. Da die Torte aber von unten nach oben immer kleiner wurde, war auch die benötigte Teigmenge geringer. Während der Teig ruhen musste, bereitete sie sich für den Aufbau der Torte vor. Sie hatte extra ein riesiges Tablett, einen Sack mit handgroßen Schokoladenscheiben und zwei Kisten mit dünnen Röhrchen aus Schokolade bestellt. Wurde den Tag über geliefert und vom Bäckermeister entgegengenommen. Sie legte die ersten und größten Teigebenen
erste und größte Teigebene auf das Tablett. Während sie den Ansatz für ihre Torte betrachtete, kam ihr eine Idee. Sie gestaltete die Torte um. Die unterste Ebene sollte eigentlich horizontal geteilt werden und mit Dekorationen in einen Ausdruck von Liebe und Glück verwandelt werden. Die Farben Orange, Rot und Gold konnte sie beibehalten. Selbst die Herzen, die sie aus Marzipan geformt hatte, konnte sie verwenden. Wie geplant wurde die gesamte Etage mit Röhrchen gespickt und die Schokoladenscheiben darauf gelegt, um den Teig tragfähiger zu machen. Danach wurde die gesamte Etage mit Marzipan ummantelt. Aus Erdbeermus, roter, gelber und orangener Zuckerfarbe und roter Sahne formte sie Flammen, die Blitze und Marzipanherzen, die aus dramatologischen Grünen in der Mitte aufrissen. Zum Abschluss ritzte sie in die Marzipanmantelung kleine Muster, über die sie Kirschsirup liefen ließ, zu den brennenden Herzen, zuckenden Blitzen wurde so eine Illusion von Blut geschaffen. Die vierte Etage war sogar eine vergleichbar handliche Form und schnell gefüllt. Mit einem kurzen Klopfen an die verschlossene Tür meldete sich der Postbote und berichtete, dass keine weiteren Briefe für sie abgegeben worden waren. Und kurz darauf war der nächste Tortenboden fertig. Obwohl es ihr schwer fallen müsste, konnte sie die große Form einfach bewegen. Geschickt platzierte sie die weitere Etage auf den Schokoplatten. Auch hier wich sie von ihrem Plan ab. Bis auf die stabilisierenden Schokoladenteile. Statt weißen Wolkchen, Tulpen und Veilchen entstanden Tränen, Regenwolken, Stürme und schwarze Rosen. Die Enttäuschung und Verletzung ihrer Gefühle hatten sie so weit gebracht, dass es ihr egal war, ob den Dorfbewohnern die Torte gefällt oder und ob sie sie schön finden würden. Ihr war nur wichtig, dass ihre Gefühle gesehen wurden. So arbeitete sie weiter die nun traurigen Muster mit erstaunlicher Kunstfertigkeit aus. Auch die Blaubeersoße konnte sie in das Thema einbringen, da der Kuchen so aufgeschnitten werden konnte, dass die Dekoration auch nach dem Schnitt nicht beschädigt wurden, baute sie nahe der Schnittstellen blaue Augen und spritzte die Soße dahinter, sodass aus deren Rändern die Blaubeersoße laufen sollte, sobald das Messer Druck ausübte. Die dritte Etage sollte die Eifersucht werden. In stechendem Grün und Gelbtönen entstanden dornige Ranken, giftige Kräuter, Spinnen und Krallen. Das Ganze wurde mit Waldmeistersirup noch stärker untermalt. Erst bei der Zusammenstellung der obersten Etage fiel ihr auf, dass sie nur drei Briefe bekommen hatte. Der vierte hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht zu antworten. Immer noch wütend sah sie auf die oberste Etage der Torte. Sie fragte sich, wie sie einen solchen Brief an jemand völlig Fremden schicken konnte und entschied sich, die oberste Etage zum Selbsthass zu erklären. Sogar auf die Marzipanummantlung verzichtete sie schließlich. Die oberste Etage wurde mit dunkelster Schokolade durchtränkt, nachdem sie einige Löcher hineingestochen hatte. Nachdem sie einige Löcher hineingestochen hatte, durchbohrte sie den Teig einfach mit immer mehr Schokoröllchen. Die fast schon schwarzen Tropfen aus Schokoladensoße sprenkelten die unteren Etagen und tauchten sie noch weiter in negative Stimmung. Bei der Betrachtung ihres Werkes war sie zufrieden. Auch wenn die Präsentation auf dem Dorffest nur für Aufregung sorgen würde, wäre ihr doch die vorher stattfindende Beurteilung für ihren Meistertitel wichtig. Handwerklich gesehen hatte sie es geschafft, in ausgezeichneter Form darzustellen, was sie darstellen wollte. Zufrieden mit ihrer Arbeit und unzufrieden mit sich selbst und ihrem Leben,
ging sie schließlich wieder nach Hause. In der Nacht kam nochmal die Fee zu Besuch. Wieder zwängte sie sich durch das angelehnte Fenster. Eine sanfte Erklinge erklang in dem Raum. Du musst wirklich noch üben. Durch die Wand des Hauses glitt eine weitere Fee. Seit sie den Wald verließen, war sie unsichtbar und lächelte nun die erste an und redet weiter. Der Zauber, mit dem du ihr helfen wolltest, war gut gewählt und auch richtig ausgeführt, aber du hättest ihre Gedanken und Wünsche kennen sollen, bevor du ihn nutzt. Mit derartigen Gefühlsbelastungen kann es zu unerwarteten Ergebnissen kommen. Die offensichtlich noch in Ausbildung befindliche Fee nickt. Das heißt immer etwas Schlechtes, oder? Kann ich noch etwas daran ändern? Die andere schüttelt den Kopf und kleine weiß funkelnde Sterne fallen aus ihren goldenen Haaren. Zu schnelles Eingreifen führt zu noch mehr Problemen. Sie hat bereits einen Teil der Magie in ihr Meisterstück einfließen lassen. Das solltest du ihr nicht zerstören. Dann bleibt nur warten. Beide sahen zum Bett, in dem die kleine Bäckerin schlief. Lange Klauen und brennend rote Haare ragten unter der Decke hervor. Diese Nacht war erholsam für die kleine Bäckerin. An diesem Tag konnte sie so lange schlafen wie die meisten anderen Dorfbewohner auch. Und zum ersten Mal in ihrem Leben fühlten sich die Kleidungsstücke der Bäckerei zu eng und zu kurz an. Verschlafen streckte sie sich und schrammte mit den langen Krallen ihrer Finger an der Decke entlang. Mit einem lauten Klopfen stieß sie ihr Kopf oben gegen den Türrahmen. Erstaunt schüttelte sie sich und verließ das Haus. In der Backstube lag nur ein Zettel mit einem Umschlag darunter. Darauf geschrieben: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Titel zur Meisterin erhalten und wir laden Sie herzlich aufgrund Ihrer herausragenden Fähigkeiten ein, sich beim Ausbildungsbetrieb unserer Innung als Lehrkraft zu bewerben. Sofort lief sie zum Marktplatz, um mitzuerleben, wie ihre Torte enthüllt wurde. Die Menschen auf dem Platz wichen entschlossen vor ihr zurück. Wütend knurrte sie die Menge an und eiskalter Wind umfloss sie. Erst jetzt fiel ihr auf, dass alle anderen kleiner waren als sie. Vor der Menge stand die kleine Bäckerin. Nun war sie über 2 Meter groß. Ihre weiche, mehlweiße Haut war unter tiefblauen Schuppen verschwunden und an ihren Armen hatte sich ein Kamm aus blutroten Stacheln aufgestellt. Ihre zarten Hände waren zu großen, kräftigen und mit langen waren nun groß und kräftig und mit langen Klauen an den Fingern versehen. Je mehr die Leute Angst vor ihr hatten, je wütender wurde sie. Ihre anfangs nur feuerroten Haare gingen wirklich in Flammen auf. Zwischen ihren Lippen, hinter denen lange Reißzähne erkennbar waren, stoben immer wieder Funken und in ihren Augen brannte ein schwarzes Feuer. Wütend riss sie die Tasche mit Briefen aus ihrer Bäckerschürze und warf sie auf den Boden. Da seht euch diese Briefe an. Ich wurde verachtet, weil ich nett war, verletzt und verschmäht, weil ich lieb und freundlich war. Jetzt beachtet mich, wenn ich so bin, wie ihr mich haben wollt. Ein junger Mann kommt aus der Menge. Es ist der ihr nicht mal eine Antwort sendete. Trotz ihres bedrohlichen Aussehens geht er ruhig und sicher auf sie zu. Wütend schreit sie ihn an. Willst du dich etwa über mich lustig machen? Ein einfaches Nein wäre weniger verletzend gewesen als gar nichts. Wie kannst du überhaupt wagen, dich noch zu zeigen? Er bleibt direkt vor ihr stehen. Er blieb direkt vor ihr stehen, hob langsam seine Hand und legte sie auf ihren Bauch. Ruhig sagte: Ich konnte dir nicht antworten, so gern ich auch wollte. Was hast du denn geschrieben? Leise antwortete sie: Kannst du nicht lesen oder schreiben? Er lächelt sie an. Ich bin blind, ich konnte es nicht sehen. Ich konnte noch nie sehen. Er tastet ihren Bauch ab.
Aber warum nennt man dich die kleine Bäckerin? Du bist doch groß. Die Wut in ihr verflog, und sie sah in die Menge. Keiner schien erstaunt über seine Aussage. Unsicher sagte sie ihm: Der Brief, in dem steht, dass ich dich liebe. Er lächelt sie freundlich an. Danke, ich hatte schon oft gehört, dass du keinen Freund hast und immer angenommen, du willst jemand gesunden. Ihre Klauen verschwanden in ihren Fingern, und sie legte eine Hand auf seine Schulter. Du liebst mich auch? Er nickt. Natürlich, ich habe in meinem Leben gelernt, dass Liebe keine Grenzen oder Regeln braucht. Jemand anderen zu lieben ist das Natürlichste der Welt. Die Bäckerin schrumpft auf seine Größe zusammen und die Stacheln an ihren Armen verschwanden. Mit einer schnellen Bewegung zog sie ihn an sich. Vorsichtig strich er über ihren Rücken und drückte sie an. Drückte sie. Der kalte Wind und ihre Schuppen verschwanden. Je länger sie einander umarmten, je sicherer wurde sie, dass die Liebe des blinden Mannes echt war. Je weiter. Gut, ganzer Satz nochmal. Je länger sie einander umarmten, je sicherer wurde sie, dass die Liebe des blinden Mannes echt war. Je weiter verwandelte sie sich zu einer Frau zurück. Nur blieb sie bei einer Körpergröße, von der sie bisher immer geträumt hatte. In einiger Entfernung saßen die beiden Feen. Die Lehrerin sagte: Siehst du, zu schnelles Eingreifen wäre unnötig. Mit dem Zauber, dass der Mensch sich nach seinen Gefühlen verändert, ist nie ganz falsch. Jeder Mensch will lieben und geliebt werden. Die andere nickt ihr zu. Die Enthüllung der Torte ist der kleinen Bäckerin ganz entfallen. Auch ihre neue Körpergröße und nach ihren Wünschen geformten Rundungen sind ihr nicht aufgefallen, da sie sich ganz auf die Umarmung ihres blinden Liebsten konzentrierte. Mit der Enthüllung der Torte ging ein Raunen durch die Menge. Nicht nur die Bäckerin hatte sich verwandelt, auch die Torte. Die hassverzerrte Dekorationen waren zu rosa umrandeten Herzen geworden. Die Blitze bildeten goldene Stiele für Rosen und in allen Rottönen. Aus den weinenden Augen waren friedliche Flüsse, die Sturmwolken zu Schäfchen, und die grüne Eifersucht hatte sich in offene, ausgestreckte Hände, keimende Pflanzen und randenumschlungene Brücken verwandelt. Auf der höchsten Ebene thronte weiter ein Herz mit einem Schriftzug: Liebe und Frieden für alle. Die kleine Bäckerin lachte vor Freude und hüpfte vergnügt, bis ihr neuer Freund fragte, was ist passiert? Vorsichtig legte sie ihm die Hand auf die Wange. Seine Augen zuckten kurz und sie drehte seinen Kopf sanft zur Torte. Kaum, dass ihre Hand seine Wange losließ, konnte er sehen. Er blinzelte kurz. Ich kann sehen, seit deiner letzten Berührung. Ungläubig starrte sie ihn an. Aber es war die Wahrheit. Eine Wahrheit, die den Feen bekannt war. Liebe kann heilen. Am Abend, zum Ende der Feierlichkeiten, kamen der Müllersbursche und der Gelehrte zu der Bäckerin an den Tisch. Sie gratulierten ihr zum Meistertitel und sprachen ihre Bewunderung für die Backkunst, aber auch für ihr neu gewonnenes Aussehen aus. Der ehemals Blinde, lachte sie an, nachdem die beiden weg waren, legte er ihre Briefe auf den Tisch und seinen dazu. Er hatte ihr sogar geantwortet. Auf einem Blatt Papier stand nur ein Satz in schwer lesbarer Schrift: Ich liebe dich, bedingungslos und voller Vertrauen. Er schob ihr den Zettel rüber und sagte: Wenn du es nochmal bei den beiden versuchen willst, trau dich, aber ich werde dich trotzdem lieben. Und ich weiß, du wirst mich we nicht weniger lieben, auch wenn ich nicht der einzige Mann in deinem Leben bin. Erst 3 Tage später, nach ausuferndem Neueinkleiden und Nachholen,
beide in den letzten Jahren der Einsamkeit ein Liebesleben verpasst hatten, traute sie sich mit diesem ungewöhnlichen Vorschlag an die beiden Männer. Auch sie brauchten einige Tage, um sich mit dem Gedanken anzufreunden. Danach lebten die vier glücklich, wissend, wo sie jemanden haben, der sie liebt, aber auch mit der Freiheit zu tun, wonach sie sich sehnten. Bis zum Anfang ihrer Tage. Diese Zeit wurde etwas komplizierter, da der Feenzauber noch auf der Bäckerin lag. Danach waren sie wieder glücklich. Ende der Geschichte. Mein Gott, ist das eine halbe Stunde. Okay. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich fand es unglaublich schwer vorzulesen, nicht wegen meiner Schrift, sondern weil ich Vorlesen allgemein schwer fand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne Kommentare dazu. Ich weiß, das Ende ist ein bisschen kritisch, aber das ist so gewollt. Weil auch Märchen dürfen moralisch, sagen wir, Denkanstöße geben. Ja? Also es ist ja häufiger so, dass dann das Märchen nicht zwingend Recht hat, sondern einfach nur zum Nachdenken über ein Thema anregt. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von meinem Vorlesestil, von meinem Schreibstil, von der Geschichte selber. Ob ihr gerne öfter was von mir hören wollt und wie gesagt, die Aktion, wenn ihr mir reinschreibt, hey, ich hätte gerne auch eine Geschichte, hier meine drei Begriffe, plus minus Charaktere und Zeit, tut ruhig, macht ruhig, ich werde mich darum kümmern. Und soweit, danke fürs Zuhören, ich hoffe, bis zum nächsten Mal, tschüss!